Einen wunderschönen und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind auf der Insel Islay, der neue Artback kommt raus. Artback Grooves. Und zwar jetzt zum 11. Juni 2018 wird er ja, als limitierte Abfüllung mit 46 Volumenprozenten uns zur Verfügung stehen. Ihr werdet ihn käuflich erwerben können für 99 Euro wird der Ausgabepreis sein. Nicht ganz günstig. Aber so ist das bei Artback. Der Whisky trägt keine Altersangabe, heißt Grooves, wo ich mich manchmal so frage, wie kommen die Leute, diese ganzen Marketing-Menschen, ja, bei Artback auf diverse komische Namen, vor allem hier bei, mit Flower Power beim Artback Day. Was für Hippies da sitzen, was die alles quarzen, dass man sich ja, auf solche Sachen immer begibt, warum lässt man sich einfach Whisky sein und fertig Whisky tasting? Da kann ich nicht viel mit anfangen. Ich hatte die Komiteeabfüllung von diesem Artback Grooves mit 51,6 kam die, glaube ich. Hat mir besonders gut gefallen, das muss ich schon sagen. Also nach den ganzen schwachen, langweiligen Abfüllungen, was war denn das? Was war denn davor? Kelpie? War ja nicht so doll. Irgendwas kam. Also das letzte war der Dark Cove, das Gute, was ich, der einzige Gute, an den ich mich so erinnern kann. Ansonsten war da nicht so, das war alles ein bisschen mäßig. Ach, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was es war, aber ja, auch egal. Ja, 99 Euro, solange der Vorrat reicht. Und wie man das so kennt, Auktionshäuser werden relativ schnell voll sein. Ich denke mal, der Whisky wird gut ankommen, weil er doch schon grundsolide ist. Und das erwarte ich auch hier von diesem 46-prozentigen. Ja? Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, sie geben kein Alter an. Ja, und der Name Grooves. Sie nennen es jetzt meist ausgebrannten Fässern aller Zeiten. Aber bei Artback ist aber sowieso alles höher, schneller und weiter. Ich lasse es erstmal als Groove stehen. Und zwar sind es tatsächlich besonders stark ausgekohlte Fässer. Und durch dieses starke Auskohlen entstehen tiefe Rillen im Holz, die man auch auf Englisch Grooves dann nennt. Und der Vorteil des Ganzen ist, dass der Whisky im Fass eine deutlich intensivere Aromübertragung hat. Ja, der Austausch ist nochmal ein bisschen extremer. Also Grooves werden tatsächlich diese Rillen durchs Ausbrennen genannt. Ja, ich habe hier noch so ein bisschen Geschmacksnotizen, mir, also original von Artback. Die sind dann immer so ein bisschen, ach mein Gott, schlacht mich tot. Also wer das alles riecht, du, der muss wirklich einen geraucht haben. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil auf solche Sachen würde ich nicht kommen. Wollt ihr mal eine Zeile hören? An der Nase. Intensiver Aromen von geräuchertem Zimt und Paprika, antikes Leder, Sattelseife mit den klassischen Artback-Aromen von Kiefernharz, Teer und salziger Meeresgischt im Hintergrund. In der Ferne ein duftendes Lagerfeuer an der Pier der Destillerie mit einer ungewöhnlich pikanten Note von Chili, gewürztem Fleisch. Ein kleiner Spritzer Wasser gibt einige schöne, unerwartete Aromen frei. Lavendelseife, gemahlener weißer Pfeffer mit floralen Noten, frischer Blumenduft mischt sich mit Korianderblättern und Minze. Ach, Romeo und Julia. Was? Oh, ein bisschen weit ausgeholt. Ja. Wollen wir mal gucken, was ich da so kriege. Ich weiß noch, der Komitee, die Komiteeabfüllung, die hatte im Nachklang, das hat mir so gut gefallen. Und das hatte ich, glaube ich, bei so gut wie gar keinem Whisky, so einen schönen Zimt-Nachklang. Das war so göttlich und ich liebe ja Zimt. Die schreiben hier schon wieder geräucherter Zimt. Ich hoffe, das trifft ja so in mein Beuteschema rein. Ich hoffe, es trifft meine Erwartung. Ja, geräucherter Speck sofort. Also unverkennbar Artback. Ja, Lagerfeuer, geräuchertes Fleisch. Dahinter wieder diese Süße,
Auch durch dieses auskohlende Fässer, das karamellisiert ja, das gibt auch eine wunderschöne Süße. Ja, und Zimt ist da, ja, keine Frage. So ein bisschen gebratene, wie heißen die, diese Bananen? Gebratene Bananen. So in diesem Schokoteigmantel, sowas, so dieses bananige, schokoladige. Lavendel, ja, Lavendel, wenn ich das so sehe. Frischer Blumenduft, nein. Minze würde gehen, Pfefferminze, ja. Bisschen was Kräuterähnliches hat es schon. Wie so eine Gewürzmischung ein bisschen. Gut, zum Wohl. Schinken. Und ich als Nicht-Tieresser kann mich an den Geruch natürlich gut erinnern von früher. Oh, Würze. Jetzt wird er pfeffrig, süß. Der Rauch, der zieht nochmal ordentlich durch. Pikante Noten von rauchigem Barbecue, ja. Kann man so sagen. Paprika? Nö, habe ich nicht. Senf? Nein, sowas habe ich auch nicht. Noch nie Senf im Whisky gehabt. Ja, und so ein kleiner Anklang, der diese Zimtnote bleibt. Langer Abgang. Der Rauch steht ein bisschen. Schöne Nase. Die 46 stehen auch diesen wunderbar. Ich finde mit 51 etwas besser. Aber voll. Prickelnd. Süß. Schokoladig. Also so ein schönes Prickeln. Und die Nase gewöhnt sich. Und der Gaumen relativ schnell an den Rauch. Der ist sehr, sehr rauchig, ja. Rauchhasser, Finger weg. Nein, mögt ihr nicht. Mehr für die anderen. Ja, und auch diese hat diese Zimtnote zum Schluss. Das finde ich total geil. Das hat man so selten beim Whisky. Und wenn ich gleich in 5 Minuten an diesem Glas rieche, das weiß ich nur vom letzten, da schlägt mich so eine schöne Zimtnote. Kommt jetzt aber auch wieder durch die Nase raus. Ja, ein toller Whisky. Ein toller Whisky. Nur, ey, Leute, 100 Euro, warum macht ihr das eigentlich jedes Mal? Moët Hennessy Louis Vuitton hat genug Asche. Das Problem ist aber auch, die haben genug Abnehmer. Ja? Wenn die Leute nicht boykottieren, werden die machen, was sie können. Und das ist eine gute Abfüllung. Nur gerne ein paar mehr Flaschen oder gerne mal ein bisschen andere Preise. Oder am besten beides. Mehr Flaschen und andere Preise. Das Geld ist da. Aber Gier frisst ja den Verstand. Und auch hier, ich meine, die Käufer, was haben will, der muss es dann halt haben. Ne? Kann man nichts machen. Der Kapitalismus hat gesiegt. Der pfeift aus allen Löchern und auch hier, das wird dann halb durchgezogen. Ne? Und wir haben es bei allem selbst in der Hand. Einfach nicht kaufen, wenn man das nicht mehr einsieht. Oder wenn man andere Preispolitik möchte. Wir haben es selbst in der Hand. Das ist genauso wie mit auf der Straße gehen. Wenn euch was stört, müsst ihr raus. Ich mache nochmal einen Politikblock, glaube ich, irgendwann. Das wäre
Da kotze ich mich aber so richtig aus. Ja, ein toller Whisky. Er ist zu teuer. Ein bisschen könnten sie uns entgegenkommen. Aber er ist lecker. Er ist einfach lecker. Ist keine Werbung. Ich muss einfach sagen, er ist lecker. Endlich mal wieder ein guter. Nach einem Dark Cove, den ich empfehlenswert fand zum Kauf, ist das hier der nächste, wo ich sagen würde, ja, würde ich mir kaufen. Für 70. Tja, ich mache die Preise aber nicht. Ja, ihr könnt euch gerne unten auskotzen. Ich weiß ganz genau, dass ihr diese Videos nicht mögt. Machen die meisten von euch aber. So ist es halt. Es gibt 1000 Wahrheiten und jede Medaille hat 2 Seiten. Und so ist das Leben. Alles gut. Trotzdem ist es ein schöner Malt. Wenn ihr in die Gelegenheit kommt, ihn zu probieren, tut es. Er wird euch mit Sicherheit schmecken. Wenn ihr auf Artback steht, wird er euch schmecken. Doch. Ich habe mich schon mit einigen Leuten ausgetauscht. Auch anderen Bloggern und so weiter, die den probiert haben. Und er kommt gut an. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut.